Sache ist, ich habe schon gesehen, dass Mitch, das Scorpion tot ist. Ich habe ja gerade gescannt und da habe ich seine Leiche gefunden. Nur Mitch lebt noch. Aber okay. So, feindlicher Bereich. Das sneaken wir uns erstmal rein. So, auf mein Spanterino, ins Wunderino Casino. Digga, bodenlos, da fliegt so eine Drohne rum. Das ist bodenlos, ja, da hast recht. Ja, sie fliegt ja rum, deswegen ist sie bodenlos. Ne? Ich meine, das kannst du haben. Eisgekühlte Fanta-Exotik. Geil. Ich Hm? hab gerade ja andere Probleme. Ich werde mich grundlos von diesem Gefickt. dämlichen Raketenwerfer entdeckt, den ich ausschalten wollte, wie er ausgegangen ist. Ne? Der hat also so sehr nicht an den Sieg geglaubt, dass er so eine Behauptung aufgestellt hat und überhaupt die Nase damit gefallen ist. So, ich gehe mal zurück zu meinem Busch, ne? Da war alles chillig. Ich weiß nämlich immer noch nicht, wie ich die Geschütztürme ausschalten kann. Deswegen gehe ich zurück zu meinem Busch. Wo sie mich nicht sehen. Ich muss nur kurz suchen, wo war der hier vorne, ne? Ja, hier, wenn ich mich hier reincampe, dann kann ich die alle wegsnipen, ohne dass sie mich sehen. Ich sollte vorher dafür aber auch wieder die Sniper ausrüsten. Inventar, Rucksack, Präzisionsgewehr. Zack. Ach, Digga, als ob das mit dem Porno-Fan, Digga. Er hat es auf jeden Fall behauptet. Keine Ahnung, ob es wirklich macht. Kann man mal machen. Er hat es auf jeden Fall auf X-Zeit gepostet. Ob er es wirklich macht, was weiß ich denn? Ich habe nur gesagt, dass es Okay. stimmt, dass er das so getweetet hat. Das habe ich schon gesehen. Wäre Ne? schon funny, Digga. Ja. Auf jeden Fall eine wilde Geschichte. Warum Meine sind Sie Handlungen sind. Pornos? Kann ich Sie mal was fragen? Warum sind Sie Pornostar geworden? Deine Handlungen sind illegal, sag ich dazu bloß. Ja? Ja, hat der Roboter gerade zu mir gesagt. Deine Handlungen sind illegal. Mhm. Du weißt doch, die, wo ich mich zeigen soll, weil sie nicht wissen, wo ich bin. Na? Die muss ich ja wieder ausschalten, weil die scheiß Geschütztürme da oben, die tanken einfach zu viel. Da steht auch scheiß Geschütztürme aus, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich die ausschalten tue. Ne? Das Wie ist mir gerade noch ein Rätsel und ich komme da halt auch nicht hin, weil wenn ich, sobald ich mich denen näher, werde ich halt von denen in die Luft gesprengt. Ich werde schon wieder aufgefordert, mich zu zeigen. Ah, jetzt wurde ich lokalisiert, glaube ich. Jetzt sieht er mich. Jetzt hat er mich gefunden. Jetzt spaziert er da durch die Gegend, durch die Walachei. Ich verstehe nichts, du bist so weit weg. Ja, dann zeig du dich doch, dann zeige ich mich auch. Aber du verkämpfst dich ja lieber dahinter. Ne? Hallo Spiel, lad doch mal schneller. Nö. Doch. Nö. Soll schneller laden. Nö, was hast du gesagt? Geht doch. Deine Handlungen sind illegal. Wollte ich nur mal gesagt haben, ne?
Meine? Ja, deine Handlungen sind illegal. Also es ist illegal, im Spiel zu laden, dass es zu sagen, dass es mal schneller ja, das soll. Ist illegal. Ein Spiel braucht so lange, wie es braucht. Danke. Das ist auch illegal, dass ich hier mit Paketen beschossen werde. Hallo, das ist illegal. Bitte aufhören damit. Das wäre ein Kriegsverbrechen. Ja, ist es ja auch. Ich fühle mich sehr verbrochen. Piss dich. Ja, ein Roboter ist mir gefolgt, deswegen habe ich ihm gesagt, piss dich. Oh. So, jetzt habe ich alle Truppen ausgeschaltet. Das war aber nur das optionale Ziel. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Geschützturm ausschalten soll. Weil der Geschützturm schaltet er mich aus beim Versuch, ihn auszuschalten. Also zu dem Punkt zu kommen, wo ich ihn ausschalten soll, wird er vom Geschützturm ausgeschaltet. Ich bin Techi Level 2. Cool. Okay, der Geschützturm. Doch, jetzt erkennt er mich. Okay, er sieht mich. Tschüss, ich bin da mal weg. Okay. Da ist schon mal nicht richtig. Dann hau ich mal wieder ab. Der ist halt nur ein Ausrufezeichen, aber ich weiß nicht, wie ich da. Also da soll ich hin, aber ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Ne? Mhm. Wobei ich mich dem Schiff näher, sieht mich der Geschützturm und ja, der schaltet mich halt mal easy aus. So. Für den bin ich Mittag. Ne? So, 30 Meter, da vorne die Tür. Da wäre jetzt meine Frage, kann ich die Tür öffnen? Kann ich da rein, oder? Weil ich habe da so viel Zeit, das herauszufinden. Weil sobald ich mich dem näher, sehe mich halt die Geschütztürme. Aber ja, kann ich. Okay. Ah! Praktisch! Hier ist ein Kontrollpanel an der Tür dran, dass ich hacken kann, um die Geschütztürme zu deaktivieren. Komm zu dir. Jetzt kann ich auf Panam Tanam warten. Die sich verletzt hat. Was hat der für einen komischen Namen? Sie heißt Panam. Mhm. Und ich nenne, deswegen sage ich da andauernd Panam Panam. Luke öffnen. Jetzt! Los, zurück! Zurück! Waffen fallen lassen, sonst schieße ich! Ganz ruhig, wir können einander helfen. Noch können wir hier alle lebend rauskommen. Wir haben Verstärkung gerufen. Bullshit. Letzte Chance. Du musst nicht sterben. Reden wir. Warum sollte ich dir glauben? Ich will nur Helmer. Du bist uns scheißegal. Lass ihn gehen und sag mir nur, wo euer Passagier ist. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Niemals. Wobei, es ist nicht, oder willst du es nicht sagen? Lass mich die Systeme wieder zum Laufen bringen. Ich funk die Einheit an. Wir reden, Hannah, aber nur... Du erinnerst dich an den Cowboy, oder? Panam! Oh, scheiße. Geht's dir gut? Nur ein paar Kratzer. Ihr verdammten Idioten! Du wurdest getroffen? Halt durch, Kleine. Ich seh's mir an. Ist nichts. Gehen wir. Wir konnten nicht zurück, Panam. Sie haben sich neu formiert, Raketen und so einen Scheiß geschossen. Ich hab alle verloren. Ja. Scorpion, ist der hier? Ja, er liegt da vorne. Mitch? Mitch! Es geht ihm doch gut, oder? Panam, es tut mir leid. Nein, er liegt hier vorne irgendwo. Zu spät. Nein! Nein! Bist du dir sicher? Nein! Ja. Tut mir leid, wegen Scorpion. Und deine Leute. Tut mir leid, dass wir nicht eher hier waren. Das waren gute Menschen. Die Besten. Sie hätten hier nicht sterben müssen. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Ich hab's versucht. Er hätte auf dich auch nicht gehört. So war er schon immer. Verdammter Sturkopf. Ich nehme mal an, ihr wart für den AV hier draußen. Die Frage ist bloß, warum? Geht's dir gut? Alles okay. Ja. Brauchst du irgendwas? Ich habe mich nicht gefragt. Achso. Tut mir leid um eure Leute. Ich habe meinen Kumpel gefragt, wie ich gerade den Arsch gerettet habe. Warum seid ihr direkt zum AV? Warum seid ihr direkt zum AV? Habt ihr die Kennzeichnung nicht gesehen? Wir haben gesehen, dass er beschädigt war und wo er abstürzen würde. Nicht, dass er Kang Tao gehört. Ich dachte, die Leute brauchen vielleicht Hilfe. Und schlimmstenfalls gibt es was zu plündern.
haben mich ganz schön geirrt. Ja, ich will den Mann, der im AV war. Ich brauche den Mann, der im AV war. Weißt du irgendwas? Hast du was gesehen? Sie haben ihn mitgenommen. In unseren Autos. Wohin? Nach Westen. Kleine Einheit. Der Geleitschutz des Passagiers. Sie wollen sicher die Zentrale erreichen. Also habt ihr den elektromagnetischen Impuls ausgelöst? Ja. Ja. Wir wollten euch warnen, hatten aber keine Verbindung. Wenn sie eure Autos genommen haben, können wir den Reifenspuren folgen. Ich muss Hellmann finden. Hilfst du mir? Panam, hör zu. Ich weiß, ist gerade schlecht. Aber ich brauche Hellmann. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ich halte immer mein Wort. Mitch, ich werde diese Hurensöhne kriegen. Ich schwöre. Ich werde diese Hurensöhne kriegen. Ruf die Crew, um hier aufzuräumen. Wir lassen dir mein Auto hier, zur Sicherheit. Aber Vorsicht, das Geschütz klemmt manchmal. Wir nehmen die Motorräder. Klingt gut. Kang Tao hat den Kontakt zum AV verloren. Sicher suchen sie nach ihm. Beeilt euch. Aber Panam. Was? Du kommst zurück für deinen Thorn, oder? Versprochen. Dann mal los, bevor das Rettungskommando kommt. Ja. Ich helfe dir, dich an Kang Tao zu retten. Und die anderen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ehrlich. Ich helfe dir, dich an Kang Tao zu rächen. Also irgendwie geht's immer nur um Rache hier. Wie? Bis auf den letzten Schuss. Wir stecken hier zusammen drin. Bis zum bitteren Ende. Weißt du was, Wie? Du bist in Ordnung. Du hast mir mit Nash geholfen, mit Mitch. Ich weiß, ich stehe in deiner Schuld. Deinen Hellmann. Ich werde ihn finden. Ah, also willst du nur nicht, dass ich bei dir in der Schuld stehe? Nein. Nomaden stehen füreinander ein. Oh, bin ich jetzt einer von euch? Du bist drin, Wie? Los, hoffentlich sind sie nicht weit gekommen. Werden wir sehen. Die Reifenspuren fangen hier an. Folgen wir ihnen. Benzin, Doc. Ja, die waren hier. Dann nichts wie hinterher. Ja, abgeschlossen. Routensimulation wird berechnet. Aufsteigen. Digga, mach das Radio aus. Du willst wohl FM. Na? Scorpion wusste, dass ich Night City hassen würde. So gut kannte er dich? Wahrscheinlich besser als ich mich selbst. Er meinte, sobald ich die Stadt satt habe, decken wir uns mit Kibbel ein und füllen ein paar Thermoskannen mit Kaffee und Whisky. Und dann fahren wir einfach los. Weg von allem. Mhm. Klingt nach einem echten Abenteuer. Scheiße. Das ist einfach alles nur Scheiße. Hey, ich weiß. Aber du lebst. Ich sehe nur bröckeligen Zement und Rost. Wenn sie hier ihre Freunde rufen wollten, war das sicher ein böses Erwachen. Pass auf! Scharfschütze hinter dem Lieferwagen! Jups. Mach sie alle weg! Jo. Ich schieße jetzt auch scharf. So ist nicht. Greift sie heute auch mal wirklich an, oder? Zack! Ja, das Gewehr ist viel geiler als die Pistole, das behalte ich jetzt immer. So. Noch mehr? Ah, da hinten sind noch mehr Arschkriecher. Okay, die hole ich mir. Los, wie holen wir sie uns? Ah, neutralisiere die Einsatzkräfte. Optional. Der Rest muss Hellmann mitgenommen haben. Wenn sie es schaffen, sich neu zu formieren und Hilfe zu rufen, sind wir am Arsch. Dann sollten wir uns beeilen. Wo ist mein Motiv gepackt da? Das ist eins von unseren, ihren Autos. Lass uns das mal checken. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas entdecken. Das reicht. Hier ist niemand. Wir müssen rausfinden, wo Kang Tao ihn hingebracht hat. Schnell! Ein paar sind an der Landebahn geblieben. Der Rest ist mit Hellmann mit. Hätte ich auch getan. Sie wollen ihre Leute rufen. Das Letzte, was sie wollen, ist ohne Verstärkung durch die Wüste zu fahren. Jo. Ich hoffe, Mitch hat die alte Kaldos kontaktiert. Diese verdammten Störungen. Sicher sind sie unterwegs zu ihm. Keine Sorge. Weißt du was? Was denn? Das hier ist mein Leben. Ich springe von einem verfickten Scheiß auf. Diese Spuren führen den Hügel in einen noch größeren. Wahrscheinlich halten sie Hellmann dort fest. Kannst du jetzt weiterreden, was du vorgesagt hast, oder... Nö, okay.
Super. Ich habe einen Sniper. Relic-Feldpension entdeckt. Drohnen, Patrouillen. Die haben sich hier eingebunkert. Verstehe. Dann muss Hellmann hier irgendwo sein. Aber wie sieh mal. Die Zapfsäulen sind gut in Schuss. So sieht kein verlassener Ort aus. Die haben vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Finden wir ja bald raus. Verschafft dir Zutritt zur Tanke. Ja, ich sehe schon. Wo ist er? Was willst du hier vor meiner Nase? Piss dich, du scheiß Drohne. Danke. Digga, danke, dass der Scharfschütze da ist, wo ich ihn nicht mal sehe. Mann. Du Hurensohn. So, verschaff dir Zutritt zur Tankstelle. Mit einem Sniper auf dem Dach. Ja, ich spaziere einfach mal rüber, ne? Was soll schon schief gehen? Oh Mann, du dämliche Drohne, lass mich doch einfach meinen scheiß Geschützturm ausschalten. Genau den. Du hässliche Drohne, verpiss dich. Ja, dann schieß ihn um. Ich versteck mich jetzt hier. Was für eine hässliche Drohne, Alter. Lässt mich nicht mal den scheiß Geschützturm ausschalten. Piss dich. Versteckt mich jetzt einfach wieder im Busch. Hat vorne auch funktioniert. Ja, der Kontakt bist du. Du bist der Feind, niemand anders. So, wo sind die? Das ist der dämliche Geschützturm. Na los, ihr Schlappschwänze! Na los, ihr Schlappschwänze! Wir haben sie gleich klein! Super, wenn du sie klein hast. Ich sehe sie gerade nicht mal. Da ist ein Sniper. Ich versuche gerade in Ruhe zu gucken, wo sie sind. Aber das einzige Problem an der Sniper ist, sie hat keinen Zoom. Na los, ihr Schnappschwänze! Na? Das ist natürlich blöd. Ja. Das ist eine super Waffe, aber ich bin ja gerade wie 100 Meter entfernt. Und spiele gerade Picks zu suchen, weil ich gerade die Gegner suche. Weil sie werden mir gerade euch angezeigt, weil gerade keiner von denen weiß, wo ich bin. Der Pixel-Simulator. Na? Das ist halt gerade ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich sehe halt keine roten Punkte. Na? Da zeige ich immer rote Pfeile, an denen kann man sich orientieren. Die habe ich aber gerade nicht. Sie ist da oben halt ein Sniper steht, weil man sieht halt die Sniper-Linien, die er macht. Ich treffe ihn bloß gerade noch nicht. Los, wie holen wir sie uns? Ja, was mache ich denn gerade? Ich versuche sie mir gerade zu holen. Ja, willst du mir gerade erzählen, dass ich einen Vierer-Headshot gedrückt habe? Digga, ich drück ihm von hier einen Vierer-Headshot. Das ist bodenlos, ne? Das ist wirklich bodenlos. Los, wie holen wir sie uns? Tolles Präzisionsgewehr, wenn du einfach einen Vierer-Headshot machst, ne? Und die machen dir wieder 50 mehr an Schaden, ne? Ah, nee. Komm, ich hole mich dichter rein, dann werde ich eben nur wieder weggesprayt. Vorsicht, dein Scharfschütze!
Digga, ja, der Scharfschütze ist mir auch gar nicht aufgefallen. Danke, dass du es mal wieder, dass du es erwähnt hast, dass da ein Scharfschütze steht. Der wäre mir sonst gar nicht aufgefallen, wirklich nicht. So schnell werdet ihr uns nicht los. 12er Headshot. Sie spaziert mal wieder zurück. Sie hat anscheinend keinen Bock mehr zu schießen. Ich weiß nicht, sind jetzt noch Gegner übrig oder hat sie die alle geholt? Hat sie diesmal, im Gegensatz zu mir, diesmal die ganzen Gegner geholt? Sieht fast so aus. Ich sehe nämlich gerade keinen mehr. Ich traue mich mal reinzugehen. Ah, da ist noch ein Geschützturm. Ich sehe Autos. Nomaden. Die kenne ich. Bin vom Clan. Okay, da ist der zweite Geschützturm. Den habe ich mir mal kurz geholt. Na? Also wie es aussieht, hat sie mal, war sie mal wirklich hilfreich und hat die Leute ausgeschaltet. Also passt, da ist noch einer. Der hat sich gerade aus der Garage gesneakt, den hole ich mir mal kurz. Wann wollen wir eigentlich mit Dings anfangen? Okay, ich nehme es zurück, da hinten ist noch ein Sniper. Gleich haben wir ihn! Fertig! Ja, das hat wirklich gesessen. Musst du sagen, wenn du spielen willst. Ja, wie du Lust und Zeit hast. Ich habe Lust. Also, ich habe genug Zeit und auch Lust. Ich spiele aber Cyberpunk einfach so. Ja, dann zock das Level noch, die Mission noch zu Ende und dann können wir anfangen. Ja, können wir machen. Ja, bloß einen Moment, weil ja. Erstens geht die Mission gefühlt meistens eine Stunde und zweitens muss ich halt ein bisschen sneaky rangehen, sonst sterbe ich halt die ganze Zeit. Alles gut. Also ist mir so aufgefallen, auch gestern, ich habe so eine Mission fertig, guckst du auf den Timer, Digga, schon wieder fast 40 bis 60 Minuten vorbei. Aber das war wirklich gestern, also die sind wirklich langatmig zum Teil halt wirklich, ne? Also lang halt, ne? Also ich denke mal, dass ich heute bis 20 Uhr spiele, weil ich dann auch hier Border League gucken möchte. Zack. Ja, hier steht auch einer direkt vor unserer Nase, aber der kippt gerade um. So. Also kann ich ihn looten. Hallo, was haben Sie denn so dabei? Ah, ein Geldsplitter, cool. Money Glitch oder was? So. Ich näher mich dann langsam die ganze Mal wieder, weil gerade sehe ich keinen mehr. Ne? Ich glaube, ich habe sogar aus Versehen mein Motorrad gerufen, weil das steht da auf der Straße. Ah, okay, der Sniper da oben ist noch da. Aber jetzt weiß ich, wo er steht. Den hole ich mir jetzt. Bin mir sicher, ist er gerade gestorben? Ich glaube, ja. Okay, da ist mal eine Drohne, die schalte ich mal kurz aus. Nachdem ich nachgeladen habe. Zack. Kampf, irgendwo lebt noch was. Achso, der Sniper lebt wieder. Ja. War doch noch nicht tot. Oh. Reicht ihn den Arsch auf. Weißt du, ich reiß dir den Arsch auf, Alter. Warte, ich lad nach. Reiß ich dir den Arsch auf. Du hast doch einen Arsch offen, oder was? Was er hat gesagt, ich reiß dir den Arsch auf. Dann hab ich ihm gesagt, ich reiß dir den Arsch auf. So, ich stehe mal kurz hier hinter. Jetzt sollst du mich eigentlich treffen, weil dann lädt mein Asthma-Spray mal kurz nach. Dann kann ich mich mal kurz wieder heilen und dann, ja, kann unser Fight weitergehen, wenn du mal deinen Kopf wieder zeigst. Köpfchen raus. Guck mal, ich schieße sogar extra für dich, damit du begreifst, dass du den Kopf rausstecken sollst. Ach da!
Ah, hab seinen Körper gefunden. Er guckt durch die Ritze. Ich glaube, ich habe ihn. Ich habe gerade Erfahrungspunkte bekommen. Ja, Kampf ist beendet. Das heißt, ich habe ihn. Ne? So, ab in die Garage. Gewaltsam öffnen. Oh, da fehlen mir 4 Skillpunkte. Soll ich vielleicht wieder durchs Fenster springen? Ich bin drin. Ja, gut. Er muss hier irgendwo sein. Ich habe einen offensichtlichen Weg genommen und statt das zweite Geradentor gewaltsam zu öffnen, habe ich einfach das offene genommen, ne? Das geht natürlich auch, ne? So. Hallo. Sind die doch Soldaten, die die Tanke übernommen haben? Da sehe ich doch was. Dein Riesenschutz von der Decke. Sympathische Tankstelle, würde ich sagen. Na? Mhm. Ein Tianscha Promello lache ich auch rum. Keine Ahnung, was das ist. Da oben ist irgendeine Drohne oder sowas, okay. Hm. Okay, hier ist schon mal alles ruhig. Hier steht ein Hubwagen rum. Hier ist der Lagerbrand. Ne? Eine alte Dose, die nehme ich mal mit. Dann nehmen sie mal mit. Ja, mal ja. Vielleicht bestimmt für 1 Euro Dollar verkaufen. Das steht einmal Waffenverkäufer. Ich laufe hier gerade so durch so eine Tankstelle, die hier von den Wachen eingenommen wurde. Aber da in dem einen Raum sitzt einfach ein Waffenhändler. Will er mir auch ein bisschen Ausrüstung verkaufen oder was? Back a Slice. Oh geil, ein Stück Pizza, das wäre es jetzt. Digga, vor allem hier läuft doch die ganze Zeit Werbung in der Tanke. Na? Ja. So, vielleicht kommen wir hier aber da. Mal gucken. Öffnen. Hier ist auf jeden Fall eine Loot Chest. Hm. Ich gehe jetzt, glaube ich, zum Waffenhändler rein. Nicht schießen. Ja. Ich bin unbewaffnet. Was zum Teufel machst du hier? Ah. Das ist meine Tankstelle. Mein Name ist Martin. Ah, ich habe den Tankstellenbesitzer gefunden. Die Anzüge sind reingestürmt, als wäre das ihr Laden. Haben alles genommen und mich hier eingesperrt. Siehst nicht gerade beunruhigt aus? Scheint dich nicht zu beeindrucken. Nicht mein erstes Mal. Wenn sich der Staub gelegt hat, verschwinden die Probleme so oder so. Und ich? Ich klopf mir den Staub ab und gehe zurück an die Arbeit. Hast du Hellmann gesehen? Wir hatten einen Mann dabei, den ich suche. Zivilist, du musst ihn gesehen haben. Mhm. Bin ja nicht blind. Wo halten Sie ihn fest? In der alten Garage. Wahrscheinlich in der oberen Etage. Danke. An deiner Stelle würde ich eine Weile hier bleiben. Das habe ich auch vor. Super. Ich weiß, wo Sie Hellmann festhalten. Ich gehe rein. Okay, ich gebe dir Deckung. Okay, also den Tankstellenbesitzer muss ich auch finden. Der hat mir jetzt einen Tipp gegeben, wo ich hin soll. Ich muss in die obere Etage der Garage. Mal gucken, wie wir da reinkommen. Machen wir erstmal die Tür auf der Garage. Die neue Loot-Chest. Da ist eine Zigarettenschachtel drin. Das freut Johnny bestimmt. Der ist nämlich Raucher. Na? Ja. Nein, ich wollte meine Waffe wieder rausnehmen und die Kamera da oben ausschalten. Die mich gerade versucht zu stalken. Nekomato. Okay, hier ist die Garage und da im oberen Stockwerk halten sie wahrscheinlich gefangen. Aber da kann man sogar Fernsehen gucken bei der Arbeit. Hier ist neue Zigarettenschachtel drin. Öffnen. Eine medizinische Schere. Und die EMP-Granaten.
Chemikalien, die lautlosen Killer. Wer schickt dich? Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Hey. Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? Die erbärmliche Ratte kann sich nirgendwo mehr verkriechen. Keine Rettungsringe mehr. Stopf ihm endlich das Maul. Du magst ihn nicht besonders, Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir. Der Pisser weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Vor dir oder Arasaka? Nimm's nicht persönlich. Nimm's nicht persönlich. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Ja, Sekunde. Ich ruf ihn an. So, ich ruf mal Takemura an, weil ich habe meinen Mann gefunden. Aber denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch, was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Weil es für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Ja, ist gut. Hallo, ruf ich weiter an, wenn du fertig bist zu quatschen. Takemura, gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Lebend? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade sonderlich gesprächig. Ich bringe ihn ins Sunset Motel. Ich bin unterwegs. Behalt ihn dort, bis ich eintreffe. Verstanden. Bis dann. So, du kommst mit, Jung. Wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. Warum höre ich hier Autos anfahren? Das hört sich nicht gut an. Und warum ist dieses Garagentor? Ah, das ist ein magisches Garagentor. Glaub, deine neuen Schumbas sind da. Ist er das? Das ist er. Bring ihn raus. Wirf ihn aufs Motorrad. Ach so. Die sind nur meine Freunde. Ich habe schon Angst gehabt. Hellmann ans Motorrad gehen. Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldicaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. Was hast du mit ihm vor? Das ist eine lange Geschichte. Lange Geschichte. Wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann erzähl sie mir wann anders. Saul. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört. Mitch verdankt dir sein Leben. Wie und Panam. Die beiden haben meinen Arsch zusammengerettet. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich habe versucht, Scorpion zu warnen, aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen. Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Na klar, dreh dich einfach um und scheiß auf alles. Darin bist du ja der Beste, nicht wahr? Das war wirklich nicht Panams Schuld. Hör zu, das war wirklich nicht Panams Schuld. Pass auf, du und ich, wir sind keine Freunde. Außerdem hat ja noch nie jemand irgendwen beschuldigt. Ja, klar. Panam hat mir nur geholfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der AV nicht abgestürzt und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren. Das ist die Wahrheit, Saul. Ein Aldecaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich. Die Umstände ändern absolut nichts daran. Vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein Aldecaldo ist. Scheiße, verdammt. Nettes Gespräch. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen wegen Saul. Der kriegt sich schon wieder ein. Ist mir sowas von egal. Du bist ihm aber nicht egal, Panam. Als er gehört hat, was passiert ist, hat er uns befohlen, euch zu folgen. Er hat sich Sorgen gemacht, dass dir was passiert. Er hat das... Hör zu. Vielleicht versteht ihr euch gerade nicht. Aber du gehörst zur Familie. Und Saul würde alles für die Familie tun. Mhm. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Hey, das weißt du genau. Komm zurück zu uns. Versteh schon. Tut mir leid, das eben. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Mhm. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Bis dann. Denke, das wär's. Bis zum nächsten Mal. Sie kommen, ihr habt eine Minute. Hauen wir ab. Bis zum nächsten Mal. Pass auf Scorpions Motorrad auf. Ist jetzt deins. Super.
Jups. Sunset Motel, Badlands. Warum sneak ich? Setzen. Hey. Hey. Wo bin ich? Was ist das hier? Ein Motel mitten im Nirgendwo. Ein Motel mitten im Nirgendwo. Welches Nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über den Biochip reden. Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Nö, hab kein Angebot. Kleines Missverständnis. Es gibt kein Angebot. Was willst du dann? Was Silverhands Konstrukt in meinem Kopf? Ich hab Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Ich verliere buchstäblich meinen Verstand. Und es wird noch schlimmer werden, wenn ich es nicht entferne. Davon stand nichts auf den Werbeplakaten. Nicht mal kleingedruckt. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Lange Geschichte. Wenn Arasaka mich findet, bin ich tot. Du bist das schon. Es gibt also keinen Grund zur Eile. Und ich bin interessiert. Wirklich. Den Joint am Fliegens. Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job, aber die Klientin hat mich hängen und lassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebootet, als ich meinen Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Oh, Arasakas Premium-Tech hat echt die Straße erreicht. Den Biochip aus meinem System entfernen. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. In die Biochips. Ich weiß, man kann sie einfach rausziehen. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Ripper meint. Hast du das einem verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Na scheiße, ich der von macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Mit etwas mehr... Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das Einzigartige. Nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Mhm. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Na, sollen sie funktionieren? Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das Engramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Tests gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter. Ja, eigentlich war ich ja tot, als der sich aktiviert hat, also passt schon. Könnte ich dir, wenn sie das Biochips leisten? Was kostet die Unsterblichkeit? Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell sollte im Haus bleiben. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkte Order. Er beaufsichtigte das Projekt höchstpersönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Das ist wahrlich ein Durchbruch. Ja, super Durchbruch. Muss ein Glücksblitz sein. Oh, was habe ich doch für ein Glück. Ich bin was ganz Besonderes. Also wirst du mir helfen? Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Vertrau dir nicht. Langsam. Wir kennen uns kaum. So schnell vertraue ich dir nicht. Wie hast du dir das sonst vorgestellt? Wenn du willst, dass ich dir helfe, muss ich dich erst untersuchen. Okay. Die ja alle immer die Kabel aus ihr ranziehen. Analyse läuft. Unglaublich.
Sieht aus, als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird. Oh, verdammt! Beeindruckend, wie? Beeindruckend, was? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ah, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Super. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Ich wollte auch auf jeden Fall in ein Hospiz nach Schweden. Du sagst, das Projekt sei in der Testphase gewesen. Moment, du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird? Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also, wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Was genau passiert bei mir? Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich bin nicht für eine Philosophiestunde hier. Das ist keine Philosophie, sondern Neurobiologie. Und deine Beweise haben gerade meine Hypothese bestätigt. Ich finde im Hintergrund erstmal einen Namen zu rauchen. Wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt. Jetzt reicht's aber. Ich habe keine Kontrolle. Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle über mich. Stimmt absolut. Du bist echt ein verdammt sturer Wirt. Keiner von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Was meinst du? Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. Du ein Wichser. Und ich soll dich angeblich darum manipulieren Darum halte ich wollen. Es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht ziehst. Wenigstens hat Johnny sich nie für Geld ficken lassen. Ich will ja nicht drängeln, sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich raten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Nur für einen Nein. Hörst du das? Könnte lustig werden. Johnny? Ich mach nur Spaß, aber pass auf. Der Anzug versucht, dich zu belabern. Gut, genug davon. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na, endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Vergiss Kang Tao. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupause. Ach ja. Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Mein anderer Kumpel ist gerade gekommen. Der mal der Leibwächter von dem Konzern war, den wir den Chip geklaut haben, auf dem Johnny ist. Na? Daten erhalten, Analyse initialisiert.
Was hast du mit ihm vor? Ich? Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Ich kann sehr spontan sein. Okay, Goro, er gehört dir. Ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Diese Hitze. Schönen Tag noch. Die Kehle ist ganz ausgetrocknet. Ah, hat Lydia nicht mal ein Glas Wasser gegeben? Scheiße. Inakzeptabel. Zieh dir das hier mal rein. Unmenschlich. So bin ich nicht. Das wirst noch nie. Von mir bekommst du Einarbeit. Ja, bekommst du Einarbeit. Das geht schon. Ach, diese Wichser. Hey, du wolltest doch gar nicht rein. Juhu, ne, wollt ihr reden über Asakas Untergang? Ich will jetzt echt nicht mit dir diskutieren. Du bist echt paranoid. Du bist echt paranoid. Siehst du denn nicht, wie die Konzerne unsere Welt Stück für Stück zerstören? So blind kann doch keiner sein. Warum reden wir darüber? Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst auch was am Kot. Das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst. Damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Ja. Du warst ein Kind der Badlands. Die Familie war alles, was du hattest. Aber in NC bist du ein Niemand. Das Beste, was du noch kannst, ist von Scavs klauen. Hab keinen Bock auf billige Psychoanalyse. Kinderkacke. Ich will dir doch nur helfen. Ich brauche und will deine Hilfe aber nicht. Geh endlich. Ich hab genug von dir. Down on the street. Treff dich mit Takamura. Ja, der Weg soll da eigentlich nicht weit sein. Das ist da oben im Hotelzimmer.